Ich habe ja schon so vor 5 Jahren angefangen, Ausbildungen zu machen bei Professor Alexander Rogula. Viele kennen vielleicht schon diesen Namen, der ist sehr bekannt in Russland. Und der hat so ein System zusammengestellt, das heißt viszerale Therapie, viszerale Bauchmassage, wobei es geht ja viel, viel mehr als nur um Bauch. Aber der Rogula sagt, das Leben beginnt im Bauch und jedes Problem beginnt im Bauch. Und Problem mit den Zähnen beginnt auch im Bauch. Interessant. Genau, und das ist oft uns nicht klar, wenn wir beginnen natürlich an den Symptomen herum jetzt zu therapieren, jetzt unseren Mundraum. Aber unser Mundraum, der ist ja auch mit unserer Ganzheit verbunden. Und was ich jetzt bei dieser russischen Methode gelernt habe, dass wir einen Körper wie ein Universum betrachten. Alles hat miteinander zu tun. Dass eine kleine Veränderung kann eine Kettenreaktion auslösen. Und gerade bei Zähnen, hier könnte eine Kettenreaktion ausgelöst sein, wo viel, viel früher angefangen hat, vielleicht noch in deiner Kindheit. Aber Probleme bekommst du erst mal mit 40 und da ist ja so irgendwas mit der Zähne. Aber wenn wir dann hier nur rumtherapieren und nicht finden, beziehungsweise nicht mal suchen, nicht mal gucken, wo begann das Problem, dann können wir nicht viel Erfolg erwarten. Natürlich können wir immer verbessern, verbessern, sicher ist es, Zähneputzen, Hygiene, spielt eine große Rolle. Aber hier gibt es noch viel, viel andere Kräfte. Es gibt eine Anwendung aus der russischen Medizin, das sind Blutigel zum Beispiel. Da wird ein Blutigel genau da drauf gestellt, wo diese entzündliche Prozesse ist. Also zum Beispiel, wenn ich hier Zahn habe und da entzündliche Prozess, dann stelle ich den Blutigel genau auf diese Zahnfleisch drauf. Und ich habe ein paar Leute schon das empfohlen und wenn sie dann das jemandem erzählt haben, Gottes Also, Willen. es ist ganz interessant. Es gibt in Amerika einen Zahnarzt, der hat auf seiner Homepage, wenn jemand also Entzündung an der Wurzel hat, entweder Wurzelbehandlung oder sie können sich einen Blutegel setzen lassen. Ja, das ist nämlich genau so und der Punkt muss man so lange pumpen lassen, bis er abfällt. Manchmal dauert es 40 Minuten, manchmal dauert es 20 Minuten. Danach blutet natürlich diese Stelle. Ja klar, du musst diese Blut entweder ausspucken oder schlucken. Das ist ja dein Blut, mein Gott. Ist ja nicht schlimm. Aber der Igel, er pumpt ja nicht nur dieses Zeug raus, sondern der spritzt ja jede Menge. Es sind über 170 irgendwelche Wirkstoffe bekannt, was da reingespritzt wird. Das ist nicht nur Heparin. Oder so Hyaluronidase, also etwas ähnlich wie Hyaluronsäure. Also das sind ja zig verschiedene Stoffe, die anscheinend so wertvoll sind, die wieder regenerieren können unsere Organe.